ihr Hübschen. Wieder mal die 1000 Fragen an dich selbst. Kooperation mit anderen YouTubern, die alle da unten stehen. Und mein Hund fühlt sich wieder angesprochen. Es tut mir auch leid, aber kann ich nicht helfen. Für diesen sind wieder 20 Fragen und wir sind bei der 211. Frage. Worüber hast du mit deinem Partner immer wieder Streit? Über Kleinigkeiten, aber worüber das immer ist, das kann ich so nicht sagen. Kommt immer nach Lage. 212. Worauf freust du dich jeden Tag? Das Fenster aufzumachen, also aufzustehen, das Fenster aufzumachen und zu schauen, ob es regnet oder ob die Sonne schon wieder in mein Schlafzimmer scheint. 213. Welche Freundschaft von früher fehlt dir? Keine. 214. Wie gehst du mit Stress um? Mit Stress? Erstens, entweder lasse ich es raus und schreie es am Feldrand irgendwie aus mir, irgendwann. Und wenn es in der Situation halt kein Feld gibt und so, gehe ich in mir und sage Stopp. Das kann man später nochmal machen und drüber denken oder sonst was. Aber jetzt gehen wir erstmal in meiner goldenen Mitte, sage ich dann immer so. Und beruhige mich erstmal. Und dann geht es einfach weiter. 215. Gibst du dich gelegentlich anders, als du wirklich bist? Nein, außer ich werde gebucht vom TV oder wie auch immer. Dann kommt schon mal so eine kleine Schauspielerin aus mir durch oder durch mir durch. So. 216. In welchen Punkten gleichst du deinem Vater? Ich bin Jäger und Sammler. 217. Kann man Glück erzwingen? Kann man Glück erzwingen? Naja, kann man sehen, wie man möchte. Ich kann es nicht sagen. Das ist deine. Könnt ihr euch selbst eine Meinung für machen? 218. Welcher Streittyp bist du? Der ruhige Streittyp. Ich gehe dann in mir und sage nochmal Stopp und was auch immer. 219. Bist du morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Ja. Wenn ich das Fenster aufmache und die Sonne sehe, bin ich sofort munter. Und auch wenn es regnet, bin ich munter, weil ich dann sage mir, juhu, Jacko, komm, wir gehen in den Regen spazieren. Wir gehen duschen. 220. Wie klingt dein Lachen? Ja, das könnt ihr euch dann angucken bei einem Video, was es hier auf meinem Kanal gibt, unter natürlich Lachen. Da habe ich mich mal richtig kaputt gelacht und so klingt dann mein Lachen. 221. Gibt es Freundschaft auf den ersten Blick? Ja. 222. Gönnst du dir selbst regelmäßig eine Pause? Ja. 223. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? Ja. 224. Steckst du Menschen in Schubladen? Nein, aber ich stecke die Bücher der Menschen in Schubladen. Aber nur zum Aufbewahren. Das ist auch so. Das ist ja auch so wieder was. So eine schöne Frage, wo man sich denkt, Menschen in die Schublade stecken. Ich glaube, dann muss die Schublade ganz schön groß sein, wenn da das Buch nicht reinpasst. Oder besser gesagt, der ganze Mensch. Nur mal so. 225. Welches Geräusch magst du? Dieses Geräusch, was ich gerade höre von meinem Hund. Und die Vögel zwitschern. Gerne. 226. Wann warst du am glücklichsten? Wann ich am glücklichsten war? Ich bin ja immer noch am glücklichsten.
ist, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin oder wenn ich an meinen Schatzi einfach denke und an diese Zeit, die wir schon hatten, dann bin ich auch am glücklichsten, genauso die noch kommt. 227, mit wem bist du gerne zusammen? Das ist auch eine schöne Frage. Mit meinem Schatzi natürlich, mit meiner Liebe. 228, willst du immer alles erklären? Nein, aber ich wünsche mir immer alles für mich erklärt und verstanden zu haben. Und natürlich ist es ja auch immer das Gleiche, weil der eine erklärt das so, der andere erklärt das so, der andere versteht das so, der andere versteht das so. Das ist immer so eine Wahrnehmung und eine Aufnahme. Und aber ich denke mir dann immer so, wenn ich dann das für mich erklärt habe, für mich die Sache, die bei mir dann angekommen ist und die sich immer wieder, ja, sozusagen antriggert oder so, dass ich es dann für mich einfach erklärt habe und es für mich sich dann richtig anfühlt, so in dem Moment. 229, wann hast du zuletzt deine Angst überwunden? Jetzt? 230, was war deine größte Jugendsünde? Was war meine größte Jugendsünde? Ich meine, das kann man auch sehen, wie man möchte. Und was ist am größten eine größte Jugendsünde ist? Das ist ja auch, ja, wie auch immer. Also ich denke, meine größte, das ist keine Jugendsünde gewesen. Ich habe als Kind halb ein, weil ich so gern mit Feuer gespielt habe, einen Bauwagen angesteckt. Aber nur halb, Leute. Und sonst in der Jugend. Aber ich glaube, in meiner Jugend, die größte Jugendsünde, wenn ich mal jetzt darüber so ein bisschen nachdenke, könnte ich mal sagen, war es, mich mit anderen zu vergleichen, anders sein zu wollen, das Ganze zu verstehen, weshalb man oder weshalb es Hass, Neid, Frust, Eifersucht, also diese ganze Hass, warum es das gibt, dass ich dadurch mich verglichen habe mit anderen oder mich auch selbst beurteilt und verurteilt habe. Und das finde ich, für mich war das für mich die größte Jugendsünde, weil es mich natürlich verändert hat. Es hat mich verändert, vielleicht jetzt auch im Positiven für heute, aber zu der Zeit war es für mich eine traurige und größte Jugendsünde, weil ich natürlich auch diese Menschen, mit denen ich mich verglichen habe oder diese Menschen, die ich verglichen habe, mit dem Vergleich benutzt habe sozusagen, was ich aber heute anders bedenke, weil wir sind ja alle irgendwie gleich. Das habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten, Jahre, das wusste ich auch schon als Kind, weil wir sind alle irgendwie in Verbundenheit und wir sind alles irgendwie eins. Das war irgendwie eine harte Jugendsünde und eine große, finde ich. Das ist nur mein Gefühl dazu. Aber alles andere so, ich weiß ja nicht, was ihr so als Jugendsünde so bezeichnet oder meint, so vielleicht eine Droge oder zu viel Alkohol, da war ich immer sehr fern von, weil ich habe mit dem 14. Lebensjahr angefangen, stilles Wasser zu trinken und mich mit Körper, Geist und Seele zu befassen. Und bin wirklich sehr glücklich darüber, das so gemacht zu haben. Ja, so viel dazu. Und ich war mal einfach ehrlich und habe es euch jetzt mal so gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ich glaube, ich muss noch mal mich jetzt mal um meinen Hund kümmern, vielleicht spazieren gehen. Ich weiß nicht, was er möchte, warum er die ganze Zeit gerade vor mir saß und dieses schöne Geräusch gemacht hat. Aber naja, bis dahin, lasst es euch nur gut gehen. Wie auch gesagt, bis zum nächsten Mal.